Ich spreche mal an das rein. Guten Abend, hier ist Halle an der Saale. Können Sie mich hören? Sie können mich hören, aber mein Mikrofon ist aus, Jan. Ich nehme jetzt das Mikrofon von Saltan. Hältst du das so schön? Muss ich mich aber so runterbeugen? Das sieht ja doof aus. Ich nehme es in die Hand, ja? So. Wir spielen heute Eishockey und wir haben ein Mikrofon, welches jetzt endlich auch angeschaltet ist. Ausgezeichnet, wunderbar. Namen Saltan. Hallo Marc. Ohne große Umwege wird das Spiel beginnen. Merl war für die Bulls am Bulli. Und Rostock hier gleich nach einem Scheibenverlust mit dem ersten Tor. Ja, so schnell kann das gehen. Bitterer Scheibenverlust. Rostock ganz abgeklärt. Ne, sieht, dass es hier eine 2-auf-1-Situation ist. Zum Schluss war es dann 2-auf-0. Da wird die Scheibe nochmal rübergelegt. Da gab es für Sebastian Albrecht aber wirklich gar nichts zu halten. Und Liberado, hier sehen wir es nochmal rüber, ganz sauber. Ja, aber auch der Abstand von Verteidigerbereitschaft nicht so ganz da. Auf Bereitschaft klingt jetzt auch wieder so, als würden sie den Dienst verweigern. Aber sagen wir mal, die Geschwindigkeit ist noch nicht... So, jetzt sagen wir, okay, wir fangen das Spiel neu an. Wir haben das jetzt ausgeglichen, die beiden Torsituationen. Auch von der Entstehung her. Oh. Aber so viel dazu mit immer mal aufs Tor schießen, ne? Oh Mann. Verrückt. Ja. Hey. Unglaublich. Wie kann man nur sowas zulassen? Ein wirklich super Tor der Rostocker. Ja, das sind wirklich tatsächlich, du sagtest es gerade, sind 3 Dienstagtore. Ja. Also hier sind wirklich noch nicht alle wach und im Nein. Spiel. Also nicht nur so bei Halle, das. Auch bei Rostock. Absolut indiskutabel. Viel zu weit die Leute weg. Hier wird noch abgefälscht. Zuordnung stimmt nicht. Keine Ahnung, ich könnte jetzt 10 Minuten erklären, was hier alles in ein... Nicht ganz. Ja, war gut gehalten. Ja, absolut. Nicht ganz 6 Minuten rum für alle die, die jetzt irgendwie von ZDF heute kommen. Es steht 2-2 in dieser Sekunde. Und wenn das so weitergeht, Saltan, wir kriegen gleich eine Hochrechnung von Junkie bestimmt auf unsere Ohren, dann endet das Spiel heute hier 24-24. Ja, hab schon Handballspiele gesehen, wo in der Zeit weniger Tore gefallen sind. Ja, also tatsächlich ist es so, dass Sebastian Albrecht zweimal gar keine Chance hatte. Man muss aber sagen, dass Liberado hier zweimal echt nicht gut. Bis jetzt ist es wirklich rumgebolzt auf beiden Seiten, also kann man gar nicht anders sagen. Hat, solche Worte mit, aus ja, deinem Mund. Ja, hat jetzt mit vernünftigem Eishockey auf beiden Seiten bisher nichts zu tun. Die Fans, die freuen sich hier, ganz klar. Die Statistiker, die freuen sich. Das letzte Spiel, was wir hier kommentiert haben, hat deutlich strukturierter begonnen. Deutlich mehr Geschwindigkeit und Verbindlichkeit. Und ich hoffe jetzt einfach für uns. Ja, oh Gott. Das habe ich gerade gesagt. Das ist unglaublich. Was ist das für ein Abend? Ich sage das gerade. Es ist ungebolzer auf beiden Seiten. Und ich denke mal, wir werden mindestens einen Torhüterwechsel heute noch sehen. Das, ja. Das ist aber nicht nur die Torhüter. Das tut mir jetzt für Sebastian Albrecht echt mega weh und leid. Lange keinen erwarten. Und insgesamt muss man ja sagen, kann es ja auch nur besser werden. Gibt es mal den ersten harten Check. Das ist vielleicht auch mal so ein Hallo-Wach-Signal. Gibt es den ersten Kampf. Jetzt drückt es ein bisschen, ja. Aber der Check war gut. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, ob das schon eine Strafzeit war. Wir warten mal, was Ere Posaki sagt. Wir hören ihn, wenn er spricht. Ja, gegen Suchumer. Check gegen Kopf. Nee. Ach, hör auf. Ich stand genau daneben. 2 Minuten kriegt er. Ja? Nee. Suchumer kriegt erstmal 2 Minuten. Check gegen Kopf. Und diese und dann Fighting, ja. Und gegen 4. Ja. Ich
Hier sehen wir nochmal den Check. Da gibt es nur 2 Minuten, weil es offensichtlich kein richtiger Check gegen den Kopf ist. Hier auch in der im dritten Replay nicht. So, und der Handschuh zieht er nicht als erster aus, steht nur da, wird angegriffen, verstehe ich nicht. Drei Minuten sind es noch. Und Saltan, mal ganz kurz, auch wenn auf dem Eis gerade alles hin und her geht. Jetzt nicht, jetzt erstmal Tor. Tor für die Saale Bulls wieder auf Pari-Pari gestellt, 3:3. Und wenn du mich fragst, also interessant ist es jetzt, aber das Drittel hätte ich mir schenken können. Ja, das ist jetzt tatsächlich die Frage, woran man das misst. Also auch wie das Tor fällt, das auch in Unterzahl. Erstmal, ja, natürlich freuen wir uns aus heidischer Sicht über das Tor, aber Rostock findet dann nicht statt. Keine Ahnung, für mich ist das hier schwer zu greifen. Einfach mal aufs Tor schießen. Wir merken, dass der Schlussmann, der Rostocker, hier heute völlig unsicher ist. Da muss er noch mehr Schüsse kriegen. Das sind 2 Minuten jetzt eigentlich, ja? Hat er recht. War drüber, Zeit läuft runter, wurde gar nicht mehr angehalten. Pause. Ein Glück, Drittelpause. Wir versuchen mal ein bisschen uns zu sortieren, sollten beide Seiten tun und dann sehen wir uns zum zweiten Drittel. Jetzt gibt es ein Interview mit Marc. Bis dahin, ciao. Unsere 21 ist bei uns, Patrick Schmid. Ich stelle mal eine offene Frage ganz fix. Was ist das für ein Drittel gewesen? Ja, nach so einem Start ist natürlich scheiße, ins Spiel zu kommen. Dann schießen wir ein Tor, dann kriegen wir gleich wieder eins. Und ja, wir müssen einfach im eigenen Drittel besser arbeiten, besser die Checks fahren, die Scheibe besser kontrollieren. Und ja, dann werden wir das Spiel schon ziehen am Ende, denke ich. Ihr seht besser aus, wenn es schnell geht. Ist das auch dein Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Aber in letzter Zeit haben wir schon Probleme, so Tore zu schießen ein bisschen. Da fehlt uns der letzte Wille gleich vor dem Tor. Und das müssen wir einfach besser machen. Danke dir, gute Pause. Sortiert und hoffe, auch alle Spieler haben sich sortiert. Ja, war wirklich gar nicht so einfach, das Titel irgendwie zu verarbeiten. Viele Fragen, keine Ahnung. Jetzt hoffen wir einfach mal auf einen guten Start. Qualitativ hochwertigen Start. Und Killer, ja, ist eigentlich durch und wartet auf das Abspielen. Hier gibt's eine Strafe. Und jetzt hat sich jemand berufen gefühlt, dem Rostocker zu sagen, dass das nicht richtig war. Ja, geht halt nur in die Beine. Ne? Hat einen Hüftcheck probiert, kommt ein bisschen spät. Maurice Becker. Ah, Barry kennt das, kommt aus den Staaten. Der weiß, wenn man da einen Fehler macht, da gibt es auch noch viel Selbstjustiz. Hier geht es natürlich nur in die Beine. Ja, er will einen sauberen Hüftcheck machen, hat ihn zu spät erwischt und jetzt wird sicherlich über das Strafmaß noch diskutiert. Toussaint. Also deswegen sage ich, die Barado, der hat heute auch keinen guten Tag, der ist überhaupt nicht da. Da bringt es überhaupt nichts rauszuspielen. Der muss aufs Tor kriegen, die Scheiben aufs Tor kriegen. Hier ein schöner Laufweg von Toussaint. Geil, Tor, aber sorry, also die
die Parado, das muss ein Trainer sehen, der findet heute nicht statt. Der zwickelt sich selber aus. Da muss ein Trainer auch eher sein Team und den Torhüter schützen. Es gibt halt solche Tage, die haben Spieler auch. Aber das war abzusehen. Also da ging heute gar nichts bei dem Jungen. Und jetzt natürlich gut für Halle, sind jetzt zwei Tore in Front. Hab mich hier in der Halle gefreut mit meinem anderen Mikrofon. Achtung, ja, zack, ich hab's kommen sehen. Also das 4-3, sage ich ganz schnell noch, ein unnachahmlicher Toussignon, würde ich sagen. Und das hier auch schön. Es ist Wahnsinn. Es ist, natürlich freut man sich über Tore, aber irgendwie tut einem Rostock auch ein bisschen leid. Ich habe noch gar kein Spiel von Rostock dieses Jahr gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sonst auch so spielen. Also das ist auch wirklich viel zu leicht. Dennis Schütt wird egal sein. Sein drittes Tor heute, das als Verteidiger und noch nicht mal Halbzeit. Thomas Woronow ist bei uns. Thomas, ja, das erste Drittel haben wir jetzt tausendmal schon drüber gesprochen, hin und her, völlig von außer Rand und Band. Das zweite sah dann schon eher nach Halle aus. Ja, im ersten Drittel sind wir gut ins Spiel gekommen. Wir haben frühzeitig das 1-0 geschossen. Das hat uns etwas Selbstvertrauen gegeben. Nichtsdestotrotz sind wir heute mit 8 Stürmern und 5 Verteidigern angereist. Da müssen wir uns auf jeden Fall von den Strafzeiten fernhalten, so wie jetzt im zweiten Drittel. Weil sonst wird es uns das Spiel kosten. Habt ihr die Luft für das letzte Drittel noch? Ja, auf jeden Fall. Also, naja, was heißt auf jeden Fall? Die Luft ist auf jeden Fall, ja, es ist schwer auf jeden Fall. Aber wir versuchen aus den Kleinigkeiten das Beste zu machen und das Beste rauszuholen und ein gutes Eishockeyspiel zu liefern. Und ja. Vielen Dank, gute Pause. Jo, danke. Schütt und Decker sprechen sich noch ab. Albrecht und Jeschke im Tor. Ja, wenn ich hier mal so ein bisschen Hobby-Junkie spielen darf, ist heute das Spiel der Dreien. 3-3 im ersten Drittel. Damit die Schiedsrichter einfach bei solchen Regelverstößen mehr Spielraum haben. Jetzt gibt es das Tor erstmal. Zack, 7-3. Ja. Schönes Ding. Erzähle ich später weiter. Wir haben noch 18 Minuten 40 Zeit. Jetzt freuen wir uns erstmal über das Tor. Hier nochmal das Replay. Puck vors Tor, nicht sauber geklärt. Hier kommt die Scheibe zu Sergi Stas. Sieht man auch technisch schön, wie er nicht komplett durchzieht. Warum zieht. Sehr schöner Pass. Auf Merl. Merl verzieht den mit der Rückhand, aber der hatte Bums, der hat ordentlich geknallt. Dafür, dass er aus dem Handgelenk kam. Also Merl lässt, seitdem er zurückgekommen ist, immer wieder aufblitzen. Und jetzt gibt es das Tor zwischen die Beine. Fennings. Ja, ein denkbar schlechter Start jetzt sicherlich für die Rostocker ins letzte Drittel. Das ist dann irgendwann jetzt auch eine Kopfsache. Man hat kaum Spielanteile gehabt im zweiten Drittel. Bei 5 gegen 5 jetzt mittlerweile auch Schwierigkeiten hier halbwegs. Ja. Hoffen wir, dass Rostock sich da sortiert und noch ein bisschen um den Kampf zumindest in die Free-Playoff-Plätze eingreifen kann. Wenig Punkte bisher, in doch schon fast der Hälfte der Saison. Jetzt ist es vorbei. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Halle. Die 3 Punkte bleiben hier. Lasst uns das erste Drittel vergessen. Den Rest des Spiels hat Halle kontrolliert. Haben heute alles an Kuriositäten erlebt, was man erleben kann. Und letztendlich zählen die Punkte. Und natürlich muss es eine Leistungssteigerung für Freitag geben. Bis dahin allen eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.